So, dann gibt es heute die wahrscheinlich letzte Folge von Mistralia. Ja, das ist die finale Folge. Und ich habe noch was relativ Interessantes ausgedacht. Und zwar werden wir heute den Shroom Dungeon komplett farmen. Das war schon angedacht so. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein ganz cooler Abschluss. Vielleicht einfach, ich sage jetzt mal was Cooles, was Nettes. Und vielleicht schaffen wir es sogar, vielleicht auch nicht, aber ich würde mal sagen, so, ich habe jetzt mal geschaut, was wir noch machen können und so. Und unsere Chancen stehen relativ gut eigentlich. Also, natürlich, wir haben jetzt aktuell noch ein Level 60er Set mit SCR Awakes, was natürlich jetzt überhaupt nicht geil ist. Aber da gehen wir noch ganz schnell drüber. Schauen, dass wir ein bisschen SCR kriegen. Läuft aktuell eh schon ganz gut. Ja, wir kennen schon gerade ziemlich gute Awakes. Oh nee, ja. aber naja, das, da müssen wir jetzt einfach durch. Das ist jetzt einfach so. Und ja, genau. 15 Int. Naja, ich will noch ein bisschen STR. Genau, 13 STR ist gut. So, zack, zack. Claim all. So, 61 KP. Dann haben wir noch unsere Axt hier irgendwo. Wo, hier ist die Axt. 72 KP ohne Power-Ups. Wie bekommt man denn gleich nochmal... Ah ja, genau. Kohlefeld. Da gehen wir nochmal schnell hin. Kaufen nochmal Power-Ups. Und dann, glaube ich, sind wir eigentlich schon relativ ready. Gehen wir schon mal in die Party rein. So, okay. Dann geht's hier weiter, Exchange, nee, Trade. Genau. Power-Ups, haben wir noch zwei, können die zwei reichen? Die Dinge, haben wir welche? Dann nehmen wir schon mal keine, gut, eins reicht. Hier kaufen wir zwei. Hat man schon mal auch noch welche, haben wir noch Vita. Ja, genau, das passt. Wo sind unsere Tees? Tees sind da, okay, gut. Ja, das passt, würde ich sagen, oder? Ah, stopp, warte mal, da war gerade noch was. Kaufen wir am besten mal zwei. Genau, okay. Gehen wir noch kurz dahin, schauen wir, was wir Neues kaufen können hier. Das kaufen wir am anderen Charakter dann. Haben wir hier noch irgendwie was? Das passt alles. Upgrade Misk. Okay, das passt. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf den Tank rüber. Und dann kaufen wir hier nochmal einen. Power-Ups. Okay, der hat das. Upcuts brauche ich wahrscheinlich auch hier noch, oder? Warte mal kurz. Nee, habe ich noch drei. Okay. Brauchen wir irgendwas? Kann man stacken kann, wir werden es rausfinden. Irgendwelche bessere Pillen vielleicht. Ja, kaufen wir so 10 Stück. Keine Ahnung, die brauchen werden. Kaufen 20 Stück. Kaufen 30 Stück. You never know. So, genau. Dann nochmal ganz kurz schnell ein bisschen Zeug rüberhandeln. Und zwar einmal. Warum muss ich eben eine Zahl reinschreiben? I, F. So, weiter. Was brauchen wir sonst noch alles? A. T brauchen wir nicht. Superstar Candy können wir nicht handeln. Perfekt. Death wird uns nichts bringen, aber naja. Hier haben wir noch was. Okay, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir es eigentlich schaffen sollten. Wir haben halt wirklich so viel Stuff irgendwie, es ist halt... Es schaut, glaube ich, ganz gut aus. Hui, Upcuts sind teuer. Genau, naja, das passt. Okay, dann buffen wir uns mal ganz kurz. die kleinen Mücken sind wieder da. Das ist super. Buffe ich hier alle? Glaub nicht, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Okay, blöd. Da kann ein Activision da. Egal, macht nichts. So, alles schön durchbuffen hier.
Ich kaufe vielleicht mal schnell Activision. Man weiß nicht, ob man es noch irgendwie braucht oder so, keine Ahnung. Ich habe nicht genug Achievement-Punkte? What? Wo sind meine Achievements? Na komm, hier, okay. Ups, 48 Achievements, die ich claimen kann? Warum habe ich davon wohl keine? Okay, so. Ist aktuell irgendwer da drin? Nein, ist keiner drin. Wie stelle ich denn die Party überhaupt ein? Wie war denn das hier? Ach, muss ich gar nicht, oder? Okay. Na gut. Shroom Dungeon? Gearscore gibt es ja keinen, oder? Ich glaube nicht. Oh, das wäre das noch. Das wäre das noch. Wenn es noch einen Gearscore gäbe und dann komme ich irgendwie mit dem Ringmaß nicht rein oder so, das. Das wäre ein Spaß. Okay. So, folgen. Ihr dürft den anderen Charakter sehen. Genau. Okay. Unsere Mission ist erstmal 150 Mobs killen. Genau, und Pet ist mal noch eine Idee. Dann Upcut zum ersten. Bin ich auf pure STR? Ich weiß es gar nicht, was ich bin. Ich bin ein bisschen viel STR, kann das sein? Ich weiß auch gerade nicht genau warum. Ich bin mir sicher, es gibt einen Grund dafür, aber keine Ahnung welchen. Naja, haut sie mir nicht so schnell um, ist auch okay. So, perfekt. 18k Attack. Okay. Gut. Damage ist da. Damage ist sowas von da. Nur ich droppe das Geld, oder? Okay, deine Charakter droppen das leider nicht. Na gut, okay. Achso, Beats kann man natürlich noch reinhauen. Irgendwie was ein bisschen Damage bringt. Crit-Rate ist gut. Habe ich gehört. So, was haben wir sonst noch? Additional Damage. Ja, komm rein damit. Okay. So, dann geht's mal rüber. Also ich bin jetzt mal gespannt. Normalerweise sollten wir jetzt eigentlich schon ziemlich, ich sag jetzt mal ziemlich eskalieren können. Was den Boss betrifft und so. Okay, der Knight hat 113 KHP. 122 KHP. Holy shit. Das Ding ist ein Monster. Natürlich habe ich keine Blockrate. Also, ja, keine Blockrate. Es fehlt einiges, sagen wir so. aber. Ich meine, wer braucht Blockrate, wenn man halt einfach pure AP hat oder so? Also. Ich meine. Solange ich dagegen healen kann, ist alles super. So, wie viel haben wir schon? 45, okay, dauert ein bisschen. Okay, das ist ein bisschen angenehmer, glaube ich. Wie lange die Aufnahme hier dauern wird, weiß ich noch nicht. Ich plane aktuell jetzt nicht eine bestimmte Zeit oder so. Hier, gibt es noch ein paar Eier. Also entweder ein Run oder vielleicht zwei Runs, aber wie gesagt, da muss ich mal noch schauen. Mal schauen, wie es läuft, ob es funktioniert oder ob wir irgendwie Probleme haben oder wie auch immer. Genau. Critical Damage, das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Crit-Rate und Crit-Damage. Das gefällt mir. Was man mal klären, okay, 200k Damage haben wir gerade gemacht. Ja, ich glaube, wir hätten hier ziemlich gut eskalieren können, wenn wir mehr durchgezogen hätten. Aber, naja, ich meine, so ist es eben. Ich habe schon die Gründe ein bisschen erklärt, warum, wieso, weshalb. Und, ja. Es ist eben, wie es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen Schwermut dabei, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und es ist, also das Ding ist, ich habe schon viele Server angefangen und irgendwann wieder gequittet. Logisch, sonst würde ich jetzt gerade aktuell 100 Server gleichzeitig let's playen. Aber jetzt ist es natürlich schon ein bisschen was anderes. Also ich spüre schon, dass es irgendwie ernster ist. Also es ist halt der letzte Server, den ich quitten werde.
dann, wenn ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt, DC habe ich schon gequittet. Das heißt, ja, es ist, also ich will nicht sagen, dass ich das nie, dass ich Fly nie wieder anfasse oder so. Das glaube ich mir auch, das wäre verrückt. Also will ich auch gar nicht, weil ich meine, ich habe jetzt kein Beef mit Fly oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal wieder die Zeit kommt, wo ich sage so, ja, jetzt ist die Zeit wieder da. Aber ja, so hundertprozentig, ich will weder das eine noch das andere sagen, weil ich meine, ich kenne mich auch. Wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel länger nicht anfasse, dann ist es für mich echt immer richtig, richtig schwer, erst wieder reinzukommen, um mich überhaupt irgendwie dazu zu überwinden. Zum Beispiel, ich habe noch so viele Spiele offen aktuell, also zum Beispiel Far Cry 6 habe ich noch offen. Ich bin zu 3/4 durch und ich will eigentlich das Spiel immer beenden. Aber jetzt müsste ich es erstmal downloaden. 110 oder 130 Gigs oder so mit dem HD-Patch. Kein Bock. Und dann wieder hinsetzen und zocken, vor allem wenn es gerade so heiß ist und wenn die Grafikkarte dann auf 300 Watt hochgeht und so. Also es ist halt immer so ein Ding und dann, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Und ja, ich weiß noch, irgendwelche Missionen da war ich, die waren verbuggt und so. Und zählt natürlich schon echt ein bisschen an der Motivation immer. Und natürlich ist es bei Fly genauso. Ich meine, was wird halt so die letzte Erfahrung sein und das letzte sein, wo ich mich bei Fly dran erinnere? Das kann natürlich positiv sein, kann auch negativ sein. Und das Ding ist, man ist ja tendenziell eher so gestrickt, also menschlich ist man eher so gestrickt, dass die negativen Erfahrungen überwiegen, also die negativen Erinnerungen überwiegen. Und naja. Allstats 15, let's go. Und natürlich muss ich auch sagen, habe ich schon so ein bisschen Bedenken, dass Fly vielleicht mir irgendwie so eher negativ in Erinnerung bleibt. Die Sorge habe ich schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Und natürlich ist auch die andere Sorge noch so, okay, was passiert halt, wenn ich auf dem Channel halt einfach jetzt 2 Jahre nichts upload? Es kann halt sein, dass es halt echt kacke ist für mich. Und für den Channel. Denn das ist natürlich so die Sache jetzt. Ganz kurz mal schnell F-Tool anmachen hier fürs Healen. Warum ist man hier so schwach? Ich bin auf Quint. Also zumindest fühlt sich relativ schwach an aktuell. Naja. Ja, es ist natürlich schon so ein bisschen die Sache, wo ich am Überlegen bin, so, ist es halt so die beste Idee? Dann effektiv, war denn gerade 400k Damage? Ach so, mit Holy Cross, lol, okay. Also mit Sword Cross. Natürlich ist die Sache hier gerade schon, die ich mir bedenken muss. Ich habe hier so lange versucht, was aufzubauen. Und sobald ich nichts mehr upload, werden halt die Leute auch deabonnieren. Ich hoffe nicht, dass ihr deabonniert, aber ich weiß, das ist halt für viele so die erste Reaktion. Und naja. Es ist schwierig. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es irgendwie in die Richtung gehen wird. Und das ist natürlich dann schon auch traurig, einfach das Ganze, was man sich aufgebaut hat, zu verlieren. Und dass einfach ein Neuanfang sehr schwierig bis fast vielleicht unmöglich wird. Und ja, das sind einige der Sorgen, die ich aktuell so habe. Warum kann ich mehr heilen? Leute, F2 ist einfach ausgegangen. What the fuck? Hä? Hey. Okay. Naja. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich bin mal gespannt, wie einfach auch so die nächsten Wochen, Monate werden. Ich hoffe natürlich einfach, dass sie entspannter werden und dass ich mich wirklich auf das fokussieren kann, wo ich jetzt drauf hinarbeiten will. Dann steht auch immer der Umzug vor der Tür, also vielleicht auch ein bisschen hinter der Tür, keine Ahnung. Kann jederzeit kommen, keine Ahnung, kann morgen jemand kommen. Warte mal, warum habe ich Sachen, die ich nicht aufgemacht habe? The fuck. Kann jederzeit jemand kommen und sagen, so, wir kaufen das Haus und wir würden gerne so in 2 Monaten ungefähr einziehen. Kann ja passieren. Oh
Moment. So. Und natürlich kann es dann schon sein, dass es halt irgendwie so in eine Richtung geht, dass ich sagen muss, so, ja, okay. Also ein bisschen blöd. Und jetzt wird es auch richtig, richtig stressig und so. Und ich meine, es kann ja gut sein, dass ich dann wirklich froh bin, dass ich hier nichts mehr habe mit YouTube und Co. Keine Abmachungen oder sonst irgendwie was. Und auch keiner, der ein bisschen, ich sag's mal, hier auf mich wartet oder auf Videos wartet und so. Weil der Ringmaster ist, warum ist der Ringmaster tot? Ist das ein Problem? Gott. Okay. Moment. Jetzt habe ich irgendwie Sprintkreise oder so auf dem Ringmaster. Okay, da ist einer, super. Def Attack da, Feeder. Okay, let's go. Healen. Healen ist eine gute Idee. Gut, stimmt, ein Ringmaster irgendwie durchkommen. Na komm. Ich wollte jetzt nicht die ganzen Pillen hierfür verschwenden, eigentlich. Sieht aktuell so aus, als würde es in die Richtung gehen. Glyph-Shards, okay. Okay, naja, schaffen wir. Ja, also, das sind wie gesagt mal so die Sachen, die man aktuell so im Kopf rumschwirren. Und da müssen wir einfach mal schauen. Ja, ich denke mal, so oder so wird es eher eine gute Entscheidung gewesen sein, dass ich jetzt gesagt habe, so ja, es reicht. Es ist genug. Aber ich meine, so effektiv und letztendlich muss man natürlich immer schauen einfach. Es kann halt so viele verschiedene... Es können so viele verschiedene Dinge noch passieren. Ich meine, wir wissen bis heute noch nicht wirklich, noch nicht zu 100% zumindest, wo wir hinwollen. Ja, es ist verrückt. Healer Change, okay. Hathese-Ticket 7 Tage, hatte ich letztens gebraucht. Genau, und ich denke mal, ihr habt ja auch schon gesehen, dass die Umfragen aktuell eine sehr, ja, bestimmte Richtung gehen, die ich mache. Die Fly-Umfragen. Und ich meine, ich habe natürlich schon so ein bisschen, also ich habe das schon ein bisschen so angespoilert. So. Was natürlich mal cool wäre, wäre halt schon mal irgendwie so, oh, jetzt ist das Tank irgendwo stecken geblieben. Ach nee, Mann. Mann. Ich habe schon ein bisschen angeteasert und so, dass es eben mal so in eine Richtung gehen könnte, vielleicht. Ja, so 1000 Fragezeichen sind natürlich noch. Aber dass ich halt mal so in eine Richtung gehe von einem eigenen Spiel, einem eigenen RPG und vielleicht einem eigenen MMORPG. Und es gibt auf alle Fälle Wege und Möglichkeiten, wie man quasi so einen... Ihr kennt vielleicht den Walking Simulator oder vielleicht auch nicht. Oder sagen wir, was gibt es sonst noch? COD. COD ist vielleicht ein bisschen... Naja, COD ist eine schlechte Idee. Ein schlechter Vergleich. Den Walking Simulator zum Beispiel. Das ist im Prinzip ein Spiel, ich erkläre es kurz für die, die es nicht wissen. Es ist Singleplayer, man kann sich nicht gegenseitig sehen, aber die Spieler können quasi sich gegenseitige Hilfen oder auch Hürden aufbauen überall in der Spielwelt. Das heißt, man läuft quasi durch die Welt und andere Spieler können zum Beispiel an einer bestimmten Stelle eine Brücke bauen oder ein Seil hin platzieren oder so. Und es ist quasi halt so Singleplayer, aber halt nicht so 100% Singleplayer, denn es wird synchronisiert quasi zwischen den Spielern. Und natürlich, ich weiß natürlich, dass es hier... Ah, shit. Oh Gott. Dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade hier irgendwie noch nicht mehr reden kann. Das Ding macht mega viel Schaden. Kann ich irgendwie noch... Warte mal, ich muss kurz schnell buffen und so. HP, Def, okay. Oh, warum ist das Ringmaster tot? Ach, weil der AOE-Schaden macht. Ach, so eine Scheiße.
Wir könnten. Ja, ich glaube, das wird nichts. Scheiße. Ich habe den Ringmaster auch nicht komplett durchgebufft. Ich könnte Heal Drain probieren, aber das wird, glaube ich, nicht viel nutzen, oder? Ja, es könnte funktionieren. Wir probieren es noch mit Heal Drain. Wenn es nicht funktioniert, dann. Ja, dann haben wir es halt versucht und dann ist es halt eben so. Oh Gott, jetzt muss ich wieder alle Charaktere durchbuffen. Oh nee. Naja, zumindest keine Zwischenzeit quatschen ohne Ende. So, jetzt muss ich mal schnell hier schauen, wie viel healt Heal-Drain. Oh, Heal-Drain ist aber gut. Oh, Heal-Drain ist aber super. Okay, mit Heal-Drain, glaube ich, schafft man das Ganze. So, ja, back to topic. So, 18k Pietringmaster aktuell. Genau, im Prinzip einfach, was für mich machbar wäre, auch als Solo, Solo-Developer, dass ich sag jetzt mal, einfach ein Flife-inspiriertes Spiel mache, welches im Singleplayer ist, aber gewisse Dinge quasi im Multiplayer gespielt werden könnten. Und natürlich ist das Problem des Server-Hostings immer jetzt mal sehr schwierig. Auch sehr kostspielig, sehr, naja, hat einfach sehr viele Hürden, sehr viele Risiken und so. Und ich meine, es gäbe auf alle Fälle trotzdem Wege, wie man das Ganze eben umsetzen könnte. Pad vergessen, super. Und naja, ich meine, ein Weg davon ist natürlich dann einfach das so, wie zum Beispiel diesen Walking Simulator. Das heißt, dass man sich zum Beispiel in den Städten gegenseitig sieht, das ist gut umsetzbar, das ist gut machbar. Dass man quasi sich auch irgendwie inspekten kann, das Equipment anschauen kann. Aber dass es keinen wirklichen Server braucht, also keinen klassischen Server. Man muss sich auch nicht beim Leveln zum Beispiel unbedingt sehen, weil wer will sich. Also, ich meine, so, das. Ich meine, natürlich, es gehört gewissermaßen zu Flife, oder es gehörte damals zu Flife dazu, dass man sagt, okay, man sieht es beim Leveln, man kann leechen, man hat irgendwie Freunde und so. Aber. Ich meine, heutzutage, wer levelt noch mit Freunden? Macht das irgendjemand? Ich glaube nicht. Das Einzige, was man zusammen macht, ist GW, Secret Room, Stadt, ich sag's mal, einfach eine Stadt rumstehen, Appen zum Beispiel, sonst irgendwas, und Dungeons. Und natürlich, PvP fällt einfach raus. Ich meine, da bräuchte man Anti-Cheat, Anti-Hack. Singleplayer-Spielstände kann man natürlich auch modifizieren. Das ist natürlich absolut undenkbar. Das kommt auch gar nicht in Frage. Was allerdings machbar wäre, ein Singleplayer-Game, wo sich die Charaktere innerhalb der Städte synchronisieren. Das heißt, man könnte die anderen Spieler sehen, man könnte deren Equipment sehen, man könnte vielleicht auch inspecten, wie in Flife beispielsweise. Und so allgemein, einfach so, ich sag jetzt mal, Multiplayer-Light gewissermaßen. Natürlich ist auch. Moment. Ich kann auch genau sagen, was gleich passieren wird. Dann kommt sie doch jetzt endlich Aggro, Mann. Ich kann nicht Aggro ziehen. Wait, ich kann nicht Aggro ziehen. Ja, er portet sich. Okay, das ist jetzt halt mal wieder absolut dumm. Mann, zieh doch endlich Aggro, das kann doch nicht sein. Muss ich außer Sichtweite gehen oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, welches ich sehe aktuell. Ich sehe gerade den Bildpauster, okay. Hat er jetzt Aggro gezogen? Ne, der immer noch nicht Aggro.
Warum habe ich noch Aggro? Weil ich als erster reingegangen bin? Ne, ich bin nicht als erster reingegangen. Der Ringmaster ist, glaube ich, das ist rein. Ach, ist das blöd. Ich hab eine Vorahnung, wie andere Leute hier diesen Dungeon farmen. Okay, dann muss ich erstmal sterben. Ach, jetzt verliert der Aggro. Wunderbar. Wow. Wow. Naja. Wie dem auch sei. So, Moment. Hier mal schnell zum anderen Charakter reinlaufen. Okay. So, wo war gerade so stehen geblieben im Text? Genau, also quasi einfach so ein Multiplayer-Light. Ich bin der Meinung, dass das ausreichend ist. Natürlich, das Thema Dungeons ist eine schwierige Sache. Vielleicht. Also, ja. Dungeons werden schwierig, sagen wir mal so. Dungeons ohne einen dedizierten Server wird echt schwierig. Natürlich kann man sagen, es gibt immer einen Host, ähnlich wie bei den COD-Lobbys. Aber natürlich, der Anreiz, da zu cheaten und zu hacken, ist halt gigantisch. Und das ist natürlich dann schon echt ein Problem. Das heißt, eigentlich dürfte es dann auch sowas gar nicht geben. Und das wiederum bedeutet, das Einzige, was wirklich machbar wäre, wäre eigentlich, dass die Dungeons dann einfach alle allein gefarmt werden. Und natürlich denke ich mir gerade einerseits, das ist schon ein riesiger Nachteil im Gegensatz zu Flife. Andererseits allerdings, der einzige Grund, warum Dragon Crusade überhaupt gehypt oder gespielt wird, ist der Grund, dass man die Dungeons solo farmen kann. Und ich weiß einfach auch, dass ein sehr großer Anteil der Spieler dort wirklich, ich weiß nicht, 70, 80, wahrscheinlich sogar eher 90%. Vor allem, es gibt auch die ganzen Casuals, also von denen man einfach nie was hört. Ich würde sogar sagen, wir sind, glaube ich, so zwischen 85 und 90%, die auf Dragon Crusade die Dungeons solo farmen. Und sie sind dort auch nur, weil man eben die Dungeons solo farmen kann. Vielleicht nicht nur, aber es ist ein sehr, sehr großer Selling Point für die. Und so, jetzt mal ganz kurz konzentrieren. Okay. Schaffe ich das jetzt? Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Oh nein. Ach, wisst ihr was? Ich habe nicht mehr die Ausdauer für Flife. Es ist machbar und alles, aber ich kann es mir aktuell nicht mehr geben einfach. Es ist, wie es ist. Ist es kein gutes Ende, ist kein schönes Ende. Ich wollte es noch schaffen und so, aber ich meine, klar, man könnte es Holies kaufen auf dem Ringmaster und so und es wäre schon machbar, aber ich habe einfach nicht mehr die Ausdauer für Flife und ich will es auch nicht so in Länge ziehen. Und ja. Ich hoffe, es bleibt mir jetzt nicht zu böse, aber ja. Es ist einfach der Moment gekommen. Und deswegen sage ich jetzt einfach, danke fürs Zuschauen, zum letzten Mal. Zumindest zum letzten Mal auf Mistralia. Es kommen noch einige andere Folgen von DC und ein paar angespielt, glaube ich, noch. Und verschiedene andere Sachen. Höchstwahrscheinlich wird angespielt, also Flife angespielt, weiterhin geben. Wie oft ist allerdings fraglich und ob ich dann tatsächlich die Lust dafür aufbringen kann, weiß ich auch noch nicht. Momentan habe ich es noch geplant, ja, aber kein Versprechen, ob, wie oft, ob ja oder nein und so. Und deswegen, ja, in dem Sinne, bis demnächst. Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt noch eine kleine Sache, die ich zeigen sollte. Und zwar gibt es hier eine neue Shopwelt, und zwar ist das der Underground Market, der ja noch irgendwie als Event markiert ist. Ist einfach eine kleine Shop-Area, so ein kleines, wie soll ich sagen, eine Shop-Map, ja, ich glaube, so nennt man das Ganze, welches in der Castle von V21 oder V22 ist. Normalerweise, glaube ich, kann man hier die
Nee, ich will nichts Falsches sagen. Irgendwas kann man drin farmen normalerweise, aber das ist eben so quasi umfunktioniert zu einer Shopwelt und ja, genau.